los! Sie reiten durch die Berge, fahren übers Meer. Sie finden große Schätze, jagen Dieben hinterher. Zusammen geht es besser, da macht's ihnen richtig Spaß. Zusammen sind sie spitze, denn sie bewegen was. Was sind wir? Freunde und schlagbare Freunde. Ja, das sind wir. Was sind wir? Freunde. Die Blingos sind ein Team. Ja! Quietschgelb stand die Sonne auf einem strahlend blauen Himmel und die Vögel zwitscherten um die Wette. Eigentlich wäre Tobi an so einem Tag schneller auf der Wiese hinter dem Haus gewesen, als die Polizei erlaubt. Doch heute würde er zu Hause bleiben, komme, was da wolle. Tobi hatte kürzlich beim Spielen etwas sehr Seltsames bemerkt. Nur für einen kurzen Moment hatte er sein Zimmer verlassen. Als er zurückgekommen war, hatte er ganz deutlich gesehen, wie sich eine seiner Playmobil-Figuren bewegte. Von ganz alleine. Tobi war wild entschlossen, das Rätsel heute ein für allemal zu lösen. Dazu hatte er seine Königsritterburg aufgebaut und sich von seinem Kumpel Max die Drachenfestung ausgeliehen. Die thronte nun gegenüber der Königsritterburg auf seinem Bett. Das Bett sollte der große Berg sein, auf dem die Festung stand. Ein blaues Handtuch bildete den Fluss, der die beiden Burgen voneinander trennte. Tobi stellte seine Ritter vor die Königsritterburg und ließ sie ein Turnier mit Lanzen ausfechten. Er setzte sich auf den Teppich und behielt alles ganz genau im Auge. Doch da bewegte sich nichts. Überhaupt nichts. Noch nichts. Warum bewegen die sich nicht? Ich hab's doch ganz genau gesehen. Vielleicht muss ich ja noch meine Lieblingsfiguren dazustellen. Mal schauen. Oh, nein, so eine Sauerei. Was war das denn? Mama, alles klar? Mir sind die Plastiktüten vom Supermarkt aufgeplatzt. Und jetzt liegt das ganze Mehl auf dem Boden. Auweia! In einer Pfütze aus Limonade, Marmelade und Scherben. Kannst du mir vielleicht helfen? Jetzt? Na logisch, jetzt. Komm, bring mir bitte Besen und Schaufel runter, ja? Und dann kannst du gleich nochmal zum Kiosk um die Ecke rennen, falls du heute Abend Limonade trinken willst. Oh, nee. Na gut, ich komme! Das ist lieb von dir. Danke. Ich stelle nur noch kurz Emil, Liv und Sam mit dem Papagei vor die Burg. So. Und wehe, ihr bewegt euch, bis ich wieder da bin. Verstanden? Jedes Mal, wenn Tobi eine Playmobil-Landschaft aufgebaut hatte, stellte er als letztes seine drei Lieblingsfiguren hinein. Die Playmos. Sie mussten einfach dabei sein. Es waren die ersten Figuren, die Tobi geschenkt bekommen hatte. Er glaubte, dass es ganz besondere Figuren waren. Tobi hatte ihnen sogar Namen gegeben. Der Freche mit den Wuschelhaaren hieß Emil, der Kräftige mit dem gemütlichen Grinsen hieß Sam und der Name des Mädchens mit den blonden Haaren war Liv. Der bunte Papagei mit Namen Captain Tolle musste auch dabei sein. Er und die drei Playmos waren seit ihrem Abenteuer auf einem Piratenschiff unzertrennliche Freunde. Tobi hatte die Playmos mitten auf den Turnierplatz vor die Tribüne gestellt und dann das Zimmer verlassen. Doch als er die Tür hinter sich schloss, geschah etwas sehr Merkwürdiges. Die Playmobil-Figuren fingen an, sich zu bewegen. Die Ritter ritten aufeinander los. Sie wurden mit einem Mal lebendig. Alles wurde mit einem Mal lebendig. Bravo! Bravo! Hey, hier ist ja schwer was los. Wo sind wir denn diesmal gelandet, Emil? Also, wenn ich mich nicht täusche, Sam, dann sind... Emil! Sam! Was? Was ist denn das? Da kommen Ritter! Mit Lanzen! Ich würde mich lieber sputen. Die haben wilde Stuten. Oh nein, sie kommen direkt auf uns zugeritten. Schnell aus dem Weg! Oh. Wow!
Das war aber ganz schön knapp. Seid ihr noch alle ganz? Ganz schön durchgeschüttelt. Leute, macht lieber schnell. Die kommen wieder. Ich brauche kein Loch in meinem Gefieder. Oh nein, die Ritter drehen um und reiten erneut aufeinander zu. Lasst uns verschwinden. Los, zu der Tribüne. Sag mal, ist das nicht die Ritterburg, auf der wir schon einmal waren? Genau das wollte ich gerade sagen, bevor uns diese rumreitenden Rohrritter fast über den Haufen geritten haben. Hey, vielleicht treffen wir unsere Freunde wieder. Prinzessin Vanessa die Siebte, das Einhorn und diesen ulkigen kleinen Zauberer. Wie hieß der nochmal, Liv? Fidula Zimt. Seht mal die vielen Menschen hier. Ist das ein Fest? Sieht ganz so aus, als würden die hier gerade ein Ritterturnier veranstalten. Dabei müssen die sich mit den Lanzen gegenseitig vom Pferd stoßen, oder? Genau. Tjosten nennt man das. Glaube ich zumindest. Tjosten heißt der Lanzenritt. Geht nur zu zweit und nicht zu dritt. Typisch, Jungs. Das muss doch total wehtun. Können die sich nicht mit Worten streiten? Liv, die streiten doch nicht. Das war früher ein Sport. Der Sieger dieser Runde ist der großartige Marschall der Königsritterburg. Er wird im Finale gegen den Eisernen Ritter antreten. Hoch lebe der Marschall! Er lebe hoch! Leute, der Marschall kommt auf uns zu. Ja, er geht zu seinem Zelt, um die Rüstung abzulegen.